Aloha Schönheit, toll, dass du wieder dabei bist. Kennst du schon meine Facebook-Seite? Dort gibt es ganz, ganz tolle Zusatzinformationen zu den aktuellen Energien. Einfach nach May Wengelgold Guru suchen. Und jetzt wünsche ich dir viel Inspiration. Aloha meine Lieben, hallo. Ich wollte mich mal wieder melden. Ich habe es jetzt die Woche ein bisschen schleifen lassen. Lag aber auch so ein bisschen daran, weil ich einfach echt beschäftigt war, was die Wohnung angeht. Ihr hört jetzt halt es noch mehr sogar, weil wirklich auch die letzten Sachen rausgegangen sind. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich bis jetzt dann auch die Wohnung so fertig geputzt habe, gereinigt habe mit allen letzten Sachen, die ich halt noch machen möchte, um die meinem Mitbewohner oder Untermieter zu übergeben. Habe ich noch nicht, muss ich morgen noch mal ein bisschen machen, habe ich noch nicht alles geschafft. Aber ich finde es so spannend, weil ich gerade von einer lieben Freundin, ich gehe jetzt gleich, geht bei mir jetzt erstmal die Abschiedssause los. Also in einer halben Stunde geht es los zum Abendessen und vielleicht nochmal ein bisschen tanzen gehen mit Freunden. Und dann morgen gibt es nochmal ein Brunchen. Und dann habe ich quasi nach dem Brunchen nochmal ein bisschen Zeit, hier so die letzten Sachen klar Schiff zu machen. Und dann geht am Montag irgendwann um kurz vor 11 dann der Flieger. Und ich freue mich schon riesig drauf und ich habe gerade richtig gemerkt, weil eine Freundin eben angerufen hatte nochmal wegen dem Abendtermin. Und dann hat sie mich gefragt, so ja, wann denn es so losgeht und so. Und dann habe ich irgendwie erstmal so, ja, Montag halt. Und das klang aber erstmal, glaube ich, nicht ganz so euphorisch. Und da ist es mir so ein bisschen so bewusst geworden, wie ich irgendwie mich unheimlich freue, wenn es endlich soweit ist, aber ich jetzt schon so in dieser Phase bin, ich kann es gar nicht mehr richtig abwarten. Also ich freue mich natürlich, mich jetzt hier in diese Abschiedshause zu gehen und meine ganzen Freunde nochmal zu sehen. Es wird eine schöne Ablenkung sein. Aber ich merke einfach, dass ich ja seit der Kongresszeit eigentlich so ziemlich volle Hochtouren gelaufen bin, weil nachdem der Kongress vorbei war, war dann ja erstmal hier Wohnungen, alles herrichten, aufräumen, wegbringen, wegpacken und so weiter mit den ganzen Sachen. Und jetzt eigentlich so dieser Moment jetzt hier eigentlich so mich ein bisschen überwältigt, weil ich mir einfach nur denke, wow, also es ist schön, dass es jetzt langsam soweit ist, dass es endlich soweit kommt. Aber ich merke auch, dass ich selber einfach jetzt langsam so an meine Grenze komme, an mein Limit komme. Und das jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, dass ich mich einfach wirklich total freue, endlich im Flieger zu sitzen. Aber einfach deswegen, weil ab da wird für mich jetzt erstmal ja Urlaub losgehen, weil ich jetzt mit meiner Familie dann einfach mal Urlaub mache und freue mich, dass da dann einfach mal alles sacken lassen kann, ich nochmal überlegen kann für mich selber, wie läuft alles weiter und so weiter. Und einfach mal endlich die Zeit habe, die ich mir leider, ich habe es im Kongress, haben wir ja oft genug über die Achtsamkeit gesprochen, da muss ich sagen, die habe ich mir jetzt sehr stark nicht gegönnt, oder was heißt nicht sehr stark, das ist das falsche Wort, weil ich muss sagen, ich habe zwischendurch immer wieder reingefühlt, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade, brauche ich gerade irgendwas, ja, was ein Grund war zum Beispiel, wo ich gestern und heute einige Termine noch, wo ich mich mit Freunden treffen wollte, abgesagt habe, einfach weil ich gemerkt habe, das wird mir zu viel, ich muss mich einfach um andere Sachen kümmern. Das habe ich schon gemacht, aber ich habe das Thema des Abschieds jetzt erstmal quasi nach hinten angestellt, weil ich einfach jetzt vom Kopf her mich konzentrieren musste, alles andere fertig zu kriegen. Und da muss ich sagen, bin ich unheimlich dankbar, dass ich mich dafür entschieden habe, mit meinen Eltern und mit meiner Schwester quasi diese Reise zur Hochzeit von meiner Cousine, diese Reise quasi als Startschuss meines Weggangs zu nehmen, ja, weil einfach ich jetzt auch wieder intensive Zeit mit meinen Eltern und mit meiner Schwester verbringen werde. Ja, also natürlich auch mit der anderen Familie, aber dadurch, dass wir ja Entwicklungshelferfamilie waren oder sind, ist gerade dieser Kreis mit meinen Eltern und meiner Schwester und mir ein sehr enger Kreis einfach. Und wir haben immer schon sehr gut miteinander uns spiegeln können, uns gegenseitig unterstützen können und uns helfen können. Und deswegen freue ich mich, dass ich mit Ihnen jetzt diesen Prozess quasi starten kann, nochmal mit Ihnen durchgehen kann durch diese Sachen, aber eben auch gemeinsam mit Ihnen dann auch diese Zeit habe, dass wir uns gemeinsam jetzt ein bisschen verabschieden. Das klingt jetzt
zwar ein bisschen komisch, aber es ist halt einfach für uns, wir waren jetzt, ich habe letztens ausgerechnet, meine Eltern sind, glaube ich, jetzt 12 Jahre in Deutschland und meine Schwester 16. Das heißt, in der Zeit waren wir jetzt nicht mehr in getrennten Ländern. Also es gab dazwischen so eine kurze Zeit und das kommt jetzt wieder so rein und wir müssen uns halt eben dran gewöhnen. Ich habe schon gesagt, es wird eh ganz anders als damals, weil allein die Technologie sich ja schon sehr viel verbessert hat. Aber es ist trotzdem eine Umgewöhnungssache, wenn man auf der einen Seite jemanden hat, den man einfach mal eben schnell ins Auto steigen kann und besuchen kann. Ist nochmal was anderes, wie wenn man erstmal einen Flug buchen muss, gucken muss, passt es von der Zeit her und so weiter. Und beziehungsweise gucken muss vom Zeitunterschied, sind die jetzt überhaupt wach, kann ich da jetzt anrufen und so weiter. Und das wird jetzt halt einfach so eine neue Umstellungsphase sein, wo wir auch nochmal als Familie nochmal gucken müssen, wie gehen wir damit um, wie passen wir uns da an. Also ich mache mir da absolut keine Sorgen. Aber ich möchte mir oder uns als Familie auch die Erlaubnis geben, dass wir jetzt erstmal auch ein bisschen traurig sind, weil sich das jetzt einfach ändert. Und Trauer ist ja nichts Schlimmes in dem Sinne, sondern es ist nur eine Art der Wertschätzung von dem, was wir bisher hatten. Ja, weil es war ja schön, was wir hatten. Ich meine, einige von euch wissen es ja vielleicht, dass meine Schwester relativ nah bei mir wohnt. Und sich jetzt umzugewöhnen, dass ich eben nicht schnell kurz rüberlaufen kann, wenn ich irgendwas brauche, ist natürlich was anderes. Und ich finde, es ist auch wichtig für diesen Abschluss, dass man sich das erlaubt. Ja. Darüber wollte ich mal sprechen, weil ich es mir oft genug, und das ist auch eins der Dinge, die ich für mich lernen musste, ich in den vielen Jahren davor, jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, habe ich mir keine Trauer erlaubt. Ich habe das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ich freue mich jetzt nur noch auf das Neue und fertig. Und habe mir nie erlaubt zu trauern. Und das hängt natürlich irgendwann mal wie so ein Päckchen hinter einem. Und deswegen gehe ich jetzt diesen bewussten Weg, dass ich sage, okay, ich möchte mir erlauben, traurig zu sein. Ich möchte traurig sein. Ich möchte mir erlauben, dass ich traurig sein werde, dass meine Familie nicht mehr in der Nähe ist. Ich möchte mir erlauben, dass ich traurig sein kann, dass auch meine Freunde nicht mehr so schnell erreichbar sind. Ja. Natürlich werde ich viele neue haben und freue mich auch darüber, aber ich erlaube mir auch, das wertzuschätzen, die ganzen Freunde, die ich hatte. Und deswegen freue ich mich wirklich, dass ich jetzt gleich in diese Abschiedssause mit ihnen gehen kann, einfach um... Weil eigentlich ist es ja nicht wirklich ein Abschied, sondern eigentlich ist es ein Feiern von der schönen Zeit, die wir gemeinsam hatten. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird, uns auch bewusst zu werden, dankbar zu sein für was man hat. Und deswegen ist es eben was Schönes und ich bin wirklich allen dankbar, weil wir haben es jetzt wirklich so schön gelöst, eben mit diesen Möglichkeiten mit Abendtermin und Morgenstermin. Da können jetzt mehrere kommen und ich kann jetzt quasi in so einen Fressrausch, sag ich mal, reingehen, bis morgen Nachmittag wahrscheinlich und kann dann gemütlich die letzten paar Sachen noch fertig machen, bevor ich dann losziehe. Und ja, das finde ich schön und ich wollte einfach nochmal über diesen Prozess einfach sprechen, weil ich glaube, dass der oft genug eben eher nicht ganz so wahrgenommen wird oder gemacht wird oder vielleicht eben jemand auch dabei ist von euch, der sich das ähnlich wie ich früher einfach nicht erlaubt hat. Und ich fand diese Erkenntnis so schön, dass das Weinen oder das Traurigsein, dass eine gewisse Phase vorbei ist, eben nichts Negatives ist, sondern es ist eigentlich fast sogar eine Wertschätzung der Zeit, die man hatte. Und auf der anderen Seite vielleicht auch eine Art Reinigung, ja, weil Weinen oder Tränen reinigen uns ja auch physisch. Und ich denke, dass es eben auch das ist, dass es wie eine Art Reinigung auch ist, nochmal das wertzuschätzen, was man hat, was man erlebt hat, was einen ja auch zu diesem Punkt gebracht hat, in dem man dann ist, um dann freier zu sein, in die nächste Phase zu gehen. Und ja, das war jetzt einfach so, lag mir einfach auf dem Herzen, weil das ist der Teil, den ich jetzt gerade eben durchmache und bin gespannt, was vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen natürlich nochmal dazukommt. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, also ihr kennt ja meine Webseite, also wer Lust hat, da das zu folgen, ich werde versuchen, auf sämtlichen Kanälen natürlich ab und zu mal Bilder zu posten und euch ein bisschen zu erzählen, wo ich gerade bin, natürlich auch hier im Team Wandel natürlich auch, also das auf jeden Fall.
Aber was ich noch erzählen wollte, falls irgendeiner von euch heute und morgen noch Zeit hat und Lust hat, beziehungsweise schon mal, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Ho'oponopono gehört habt, einer besonderen Art der Hawaiianer, möchte ich euch eben wärmstens die Seelenpartner-Revolution empfehlen. Da habe ich euch extra unter dem Video den Link drunter gesetzt, weil da läuft jetzt quasi, die haben das jetzt Gott sei Dank nochmal aufgerollt, diesen Kongress, und da läuft eben heute und morgen noch mein Interview auch mit drauf. Und genau, vielleicht hat der ein oder andere von euch Interesse daran und wollt sich das nochmal anhören, oder vielleicht auch von den anderen, da sind auch ganz, ganz tolle andere Speaker dabei, die auch schöne Sachen sagen. Also es hat nicht nur mit dem Seelenpartner zu tun an sich, sondern da geht es auch ganz viel auch um die Selbstliebe und eben, wie sich das Ganze so ein bisschen in der Konstellation zusammentut. Und ich habe mich eben sehr gefreut, daran teilzunehmen, und wollte euch eben auch nochmal Bescheid sagen, dass es eben heute und morgen noch läuft. Also wer von euch Lust hat, da nochmal reinzuhören und vielleicht sich nochmal ein paar andere Impulse zu geben, oder wer einfach gerade so im Kongresstief ist. Wer von euch eben, ich wollte eigentlich gerade sagen, wer von euch vielleicht gerade im Kongresstief ist oder so und einfach im Kongress nochmal reinfühlen möchte, sich Impulse geben lassen möchte, kann ich euch das wärmstens empfehlen. Der läuft eben jetzt dieses Wochenende nochmal. Also man ist nicht zu spät, man kann bestimmt nochmal reingucken, also wer von euch Zeit hat. Genau, ja, und ich werde mich jetzt dann mal langsam fertig machen, weil ich in einer Viertelstunde los muss, und dann gehe ich mal in meine Abschiedssause und freue mich einfach, ja, wer Lust hat, irgendwie was zu schreiben, zu erzählen, auch darüber, wie ihr mit Trauer oder mit diesem Loslassen von, wenn ihr irgendwelche Themen so habt, oder jetzt vielleicht nicht nur beim Auswandern, aber vielleicht, wenn man einen Job wechselt oder so, wie war das dann so bei euch? Habt ihr da auch euch den Raum gegeben zu trauern, oder habt ihr euch eher gefreut auf das Neue? Genau, wie war das so bei euch? Gebe ich einfach mal als Frage raus. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Lust, das zu beantworten. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, und ja, ich düse dann mal los und erzähle euch dann von unterwegs. Bis dahin euch allen ganz, ganz viel Licht, Liebe und Leichtigkeit für euren Wandel, meine Lieben. Bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere noch meinen Kanal und hinterlass mir eine Bewertung. Und wenn du gerne noch zusätzlich weitere Impulse erhalten möchtest, dann melde dich bei Tita Mays Wocheninspiration an. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.mayola.de. Für die Anmeldung gibt es auch eine kleine Überraschung. Ich freue mich schon, wenn ich dir weiter Inspirationen geben darf. Und bis dahin, Aloha Mahalo, e ho'omaikai kakou, e ahoi ho. Vielen Dank aus dem Herzen, viel Segen für alle und bis zum nächsten Mal.